Hallo, schön, dass du dich dazugeschaltet hast. Dies ist ein weiterer Teil meiner Kurzvideos und heute ist das Thema Pitta. Pitta, die Eigenschaften, darüber werde ich gleich einiges erzählen. Vielleicht wirst du dich darin auch sofort wiedererkennen. Was passiert, wenn das Pitta chronisch wird? Wie sollte sich der Pitta-Typ ernähren? Und welche Heilkräuter und Gewürze sind für den Pitta-Typ geeignet? Und am Ende wirst du noch ein leckeres, interessantes Pitta-Getränk von mir bekommen, das Rezept. Das ist halt besonders gut geeignet, um das Pitta zu reduzieren. Schön, dass du dich dazu geschaltet hast. Ja, wie der Name schon sagt, ist ja der Pitta-Typ der Feuertyp im Ayurveda. Das ist auf jeden Fall einer von diesen Macher-Typen, so ein richtiger Energietyp. Und ich beschreibe dir jetzt die Eigenschaften von dem so ein bisschen. Vielleicht findest du dich darin wieder. Also der Feuertyp ist auf jeden Fall, wenn der Motor einmal läuft, dann ist er nicht mehr zu stoppen. Also der ist super aktiv, der kann unglaublich intensiv und konzentriert arbeiten über viele Stunden, überarbeitet sich übrigens auch sehr gerne. Der Pitta-Typ ist sehr sportlich, das sieht man auch an seinem Körper. Er hat also eine sehr muskulöse Körperstruktur, eher so mittlere Größe. In seiner Freizeit macht er immer gerne Sport oder irgendwelche Freizeitaktivitäten, die was mit Bewegung zu tun haben. Und auch nach der Arbeit, nachdem er 12 oder 14 Stunden gearbeitet hat, geht er erstmal raus joggen. Also er hat eher auch einen breiteren Kiefer, hat unter Umständen auch helle Augen. Die Augen können durchdringend sein, so wie der Blick eines Mathelehrers, wo man sich so ertappt fühlt. Dann trägt der Pitta-Typ gerne rot, rote Kleidung, umgibt sich auch gerne mit einer roten Umgebung, wie du vielleicht hier bei mir so ein bisschen sehen kannst. Das ist allerdings eher ungünstig für den Pitta-Typ, weil er eigentlich eher sich mit kühlenden Farben besänftigen sollte. Ja, roter Lippenstift ist dann natürlich typisch. Der Pitta-Typ ist sehr intelligent und hat sozusagen einen scharfen, durchdringenden Verstand. Das heißt, er hat auch ausgezeichnete Führungsqualitäten und befindet sich auch häufig eben in einer leitenden Position. Er hat ein sehr, sehr gutes Konzentrationsvermögen und einen durchdringenden Intellekt. Der Pitta-Typ sollte vor allem Scharfes vermeiden, weil er von seinen Körpersäften her schon sehr scharf ist. Also alles das, was zusätzlich übersäuert. Übersäuern tun natürlich Milchprodukte, aber auch solche Dinge wie Fleisch. Schärfe dazu zählen eben auch die scharfen Gemüse wie Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, Chili. Das ist alles nicht so das Richtige für den Pitta-Typ. Was erlaubt ist, ist aber ein bisschen Pfeffer. Eine Prise Pfeffer, die erhöht immer die Biodiversität. Besonders gut geeignet für den Pitta-Typ sind Bitterstoffe. Sind auch kühlende Öle wie Ghee oder Kokosfett. Sesamöl, was man häufig im Ayurveda gebraucht, ist für den Pitta-Typ nicht so gut geeignet, weil das ist auch tikshna, also scharf. Generell ist Obst und auch Rohkost geeignet. Der Pitta-Typ hat ja den großen Vorteil, dass er halt eben sich nicht durch das Essen wärmen muss, wie die anderen beiden Typen, sondern er darf sich wirklich kühlen. Von den Milchprodukten her ist es dann eher der junge Käse, der weiche Käse und der selbstgemachte Käse natürlich, wie der leckere Panier. Und wenn wir die Molke haben oder wir können eben auch einen Joghurt im Mixer mit Wasser verdünnen und anrühren, dann haben wir ein Lassi. Das sind besonders gute Getränke für den Pitta-Typ. Die Molke zum Beispiel, die man jetzt gewinnt bei der Käseherstellung, die ist ja auch sehr vitamin- und mineralienreich. Dann kommen wir jetzt noch zu den heilkräftigen Pflanzen, die für den Pitta-Typ besonders gut geeignet sind. Das Kraut Amla oder Amalaki habt ihr bestimmt schon von gehört. Also dabei handelt es sich um eine Frucht eigentlich, also so eine richtige feste Frucht, die sehr sauer ist, die sehr, sehr hoch Vitamin C haltig ist und die auch eine kühlende Wirkung hat. Und diese Frucht, die findet sich zum Beispiel auch in dem Mousse Chyawanprash. Die ist eigentlich besonders gut geeignet für den Pitta-Typ, weil sie blutreinigend ist, weil sie die
den Säurehaushalt runter reduziert, weil sie auch die Haut besser macht, für gegen Kurzsichtigkeit helfen kann und eben den Magen beruhigt und für viele Dinge einfach sehr gut ist, unter dem der Pitta-Typ leidet. Eine wichtigste Heilpflanze im Ayurveda ist das Guduchi. Das wird auch Amrita genannt und diese Pflanze halte ich für wirklich sehr wirksam, weil der Pitta-Typ halt immer wieder auch unter chronischen Entzündungen leidet und dieses Guduchi über einen längeren Zeitraum auch regelmäßig eingenommen, kann wirklich ganz schön diese Entzündungen reduzieren. Jetzt folgt für dich noch das Guduchi-Rezept mit dem Lassen.